Die AfD, die durfte erst gar nicht zu dieser Bremen-Wahl antreten. Sie hatte zwei konkurrierende Wahllisten eingereicht. Und das spielte der rechtspopulistischen Partei Bürger in Wut in die Karten. Sie holten ein zweistelliges Ergebnis. Die Bürger in Wut sehen ihren Erfolg jetzt als Startschuss, auch bundesweit Politik zu machen. Aber wie ernst kann man diese Ambitionen nehmen? Einkaufen geht hier schon lange niemand mehr. Doch verwaiste Geschäfte und marode Gehwege sind nicht die einzigen Probleme in Bremerhaven. Hohe Arbeitslosigkeit, Angst vor Armut, schlechte Bildungschancen, all das besorgt die Menschen. Hier erreicht die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut rund 22%. Bei der Bremenwahl insgesamt knappe 10%. Weil die Leute von den Parteien den anderen Parteien enttäuscht worden sind. Ja, weil die anderen so eine Regierung führen, wie sie jetzt führen. Ne? Also die Politik ist ja nicht mehr zu ertragen, aus meiner Sicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Bürger sich einfach nicht verstanden fühlen von den anderen Parteien. Bislang traten die Bürger in Wut nur in Bremen an. Doch das reicht ihnen nicht mehr. Die Partei will mit dem rechtspopulistischen neu gegründeten Bündnis Deutschland fusionieren und sich künftig bundesweit zur Wahl stellen. Bündnis Deutschland ist eine konservative bürgerliche Partei, die neu gegründet worden ist, mit dem Ziel, den Linkstrend in Deutschland zu beenden. Die Bürger in Wut verorten sich selbst zwischen CDU und AfD. Ihre Themen innere Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung und vor allem Migration. Messerstecher konsequent abschieben war etwa ein Wahlslogan in Bremen. Sie sprechen vor allem Wähler an, die von der CDU enttäuscht sind, sagen Politikwissenschaftler. Die CDU, so wie sie ist, gilt vielen nicht als eine Partei, der man zutraut, Paroli zu bieten, den grünen sozialdemokratischen Umgestaltungswünschen. Viele ehemalige CDU-Wähler in Bremen haben entsprechend die Bürger in Wut gewählt. Die rechtspopulistische Partei konnte aber auch davon profitieren, dass die AfD bei der Wahl nicht zugelassen wurde. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.